Herzlich willkommen zur aktuellen Spielwoche der GCL. Heute mit der Begegnung Pimps gegen W. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier auf Fischerbuchkrieg Begegnungsgefecht erwarten wird. Entschuldigung. W wird nur mit 6 Spielern starten. Können Sie machen? Spricht nichts dagegen. Ich denke, wir werden jetzt gleich starten. Ja, ich hoffe es. Schauen wir mal. Ja, W nur mit 6 Spielern. Ich bin mal gespannt, ob W das so gut hinkriegt mit einem Spieler weniger. Aber ich werde sehen. So. Jetzt müsste gleich aufgedeckt werden. Jawohl, da gehen die Panzer auch schon auf. Oh, ein Skorpion. Zwei WZs. Na, das wird interessant. Das wird interessant. Und eine Arti. Ho. Ja, mit dem Setup habe ich jetzt so nicht gerechnet. Aber ich bin immer für Überraschungen zu haben. So, wir schauen einmal. W startet mit der M40, M43, 2 WZ-132 und 3 IS-3. So, jetzt fliegen wir mal schnell rüber. Pimps startet mit 2 Scorpion G, 1 Höllenhund, 3 IS-3 und 1 T-32. So, Pimps zieht sich jetzt schon mal so Richtung Base. Ja. Jetzt schauen wir mal, dass wir das da mal wegbekommen. So. So sieht das schon viel angenehmer aus. Ja, ich bin mal gespannt, was W jetzt hier machen kann. Es wird sehr interessant. Oh, da hat der WZ schon eine Kelle erhalten. Die IS-3 von W ebenfalls schon. Es sammelt sich hier alles relativ an der Base. Ja, da kam auch schon auf die IS-3 vom Pimps, glaube ich, der Arti-Schuss. Ja, hat nur noch 712 übrig. Genau gesehen habe ich es jetzt leider nicht. Höllenhund von Pimps jetzt One-Shot. Ja, es bleibt spannend. Ja, Pimps definitiv
erstmal noch in der Panzerüberzahl. Scorpion G positioniert sich um. Der andere Scorpion hinten auf der einer Linie. Jetzt bei W haben wir auch schon den ersten One-Shot. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ja, mal sehen, ob die Arte jetzt einen One-Shot rausholen könnte. Der Scorpion G hinten hat auch schon einen Treffer kassiert. Und noch einen vom Scout. So, jetzt haben beide Teams nur noch 6 Panzer. Oh, ja. Jetzt ist W im Vorteil. Und da ist der nächste raus. Und der nächste, ja, Pimps jetzt derzeit nur noch mit 3 Panzern im Spiel. W hat bisher noch keinen Panzer verloren. Ah, trotz Unterzahl sehr gut gemacht. Ja, da gibt es auch den Push jetzt auf den Scorpion. Und ja, somit gewinnt W das erste Match und führt mit 1 zu 0. Ja, in Unterzahl den ersten Sieg geholt. Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die zweite Runde. Ja, ich kann es kaum erwarten. So, da gehen schon die Panzer auf für die zweite Runde. Oh. Mal sehen, ob das Setup gleich bleibt. Oh, ja. W nimmt statt der M40 die britische Arti mit? Ah, Pims jetzt mit einer Arti und nur noch einem Jäger statt zwei. Ich bin gespannt. Das kann interessant werden. So, wir schauen einmal. Pimps startet mit dem GW Tiger P, ein Scorpion G, ein Höllenhund, einer IS-3, ein Fatherland und zwei T-32. W startet mit der HMH FV 305, zwei WZ-132 und drei IS-3. So, da bin ich mal gespannt. Was W jetzt hier machen wird. Konnten gerade schon trotz Unterzahl so, ja, gut gewinnen. Drücke ich es mal so aus.
Whoops, Entschuldigung für diesen Kameraschwenker. Mein Finger war schneller als er sollte. Ja, der erste BZ von W hat schon eine Kelle kassiert. Ich sehe gerade, W richtet sich Richtung Stadt aus. Oh, da hat der Scorpion schon einen Treffer von der Arti kassiert. Hat jetzt auch nur noch 391 übrig. Ja, der Vorteil von der britischen Arti ist, dass sie halt relativ schnell schießt. Ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch an Treffern kommen wird. IS-3 getrackt. Mega Sound jetzt hier durchgehend offen. Ja, ich gehe davon aus, dass die IS-3 jetzt Richtung Arti fahren wird, um die rauszunehmen. Der erste Scout nur noch One-Shot. Und da ist bei Pimps die Arti raus. Habe ich mir nämlich schon gedacht, dass die IS-3 dies. Oh nein, sie ist doch noch nicht raus. Ja, sah jetzt gerade so aus. Hat nur noch 22 Strukturpunkte. Dürfte aber jetzt gleich dann raus sein. Ja, W derzeit. Oh ja, das ging jetzt relativ fix. Schade, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Aber wir jetzt nur noch mit 3 IS-3 und der Arti. Ja. Kriegt da die Arti raus. Ja, er ist jetzt natürlich auch One-Shot und bleibt erstmal so da stehen. Ah, da hat die IS-3 einen Treffer von der anderen IS-3 von W bekommen. Lässt die Arti auch dann erstmal in Ruhe, so wie ich das sehe. Scorpion, ja. One-Two-Shot mittlerweile. Ja, die IS-3 ist jetzt gleich auch raus. Ja. Ja, demnach hat W jetzt derzeit nur noch 3 Panzer im Spiel. Und da hat sie einen Treffer von hinten bekommen, die IS-3. Ja. Und jetzt auch nur noch 2 Panzer da. Jetzt nur noch die Arti. Die geht sich jetzt, ja, ertränken. Okay, kann man machen, muss man nicht. Ja, somit gleicht Pimps aus. Es steht 1:1. Wunderbar.
So, als nächste Map sehen wir Steppen. Jawohl, da gehen sie auch schon auf. So, Pimps startet mit dem GW Tiger P, ein Skorpion, ein Höllenhund, drei IS-3 und ein T-32. So, W startet mit der M40, M43, zwei WZ-132, zwei IS-3 und dem Patriot. So, dann schauen wir mal, was W hier macht. Da hat der erste WZ schon eine Kelle erhalten, aber der Höllenhund ebenfalls. Und da hat der Skorpion den ersten Scout rausgeholt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass Pimms Richtung Base fährt. Die versuchen von hinten drauf zu fahren, einheitlich. Ja, die eine IS-3 zieht weiter Richtung Base. Oh. Ja, jetzt definitiv Pims im Vorteil. Die erste IS-3 raus. Entschuldigung. Ja, sieht sehr gut aus für Pimps. Da ist auch die erste. Ja, die zweite IS-3 ist sogar schon raus. Ja, jetzt nur noch der WZ und die Arti da. Ich schaue einmal. Ja. Da ist der WZ raus von W, somit ist nur noch die Arti da. Und da kam der Schuss, somit steht's 2:1 für Pimps. Ja. Sehr gut gemacht.
Dann schauen wir mal, was uns auf der nächsten Map erwarten wird. Auf der nächsten Hälfte der Map, Entschuldigung. Oh, da hat schon jemand einen Panzer gewählt. So. Ja, jetzt ist W auch vollzählig. Wird jetzt die nächste Map mit 7 Mann antreten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich ja das Spielgeschehen sehr verändern wird. Pimps führt derzeit 2 zu 1. Ja, es bleibt definitiv weiterhin spannend, denke ich mal. Die Panzer dürften jetzt theoretisch auch gleich aufgehen. So, dann ist es mal Zeit für mich noch einmal an der E-Zigarette zu ziehen. Und da gehen die Panzer schon auf. So, wir sehen schon mal eine Arti jeweils in beiden Teams. So, wir schauen rein. W startet mit der M40, M43, mit dem Brasil Bulldog, 3 IS-3, ein Objekt 252 U und einem Löwe Black. So, dann schauen wir mal bei Pimps rein. Pimps startet mit dem GW Tiger P, ein Scorpion G, ein Höllenhund, 3 IS-3 und ein T32. So, ich sehe, die Heavys ziehen schon wieder, ja, die Einer-Zweier-Linie hoch. Oh, da hat der Brasil Bulldog auch schon geschossen. Aber nichts getroffen. Oder? Doch. Den Skorpion. Oder? Naja, gut. So, Pimps zieht weiter vor. Der Löwe, die IS-3 und der Bulldog offen. W zieht weiter Richtung Base. Die Arti hat jetzt auch schon Treffer kassiert. Ja, kriegen sie die Arti raus?
Ja, es sieht so danach aus, als würden die zwei Heavys fahren sie weiter. Ne, sie kommen zurück. Das sehen wir jetzt allerdings hier noch nicht. Ja, da. Die kommen zurück und unterstützen die anderen Heavys. Nun ja, die erste IS-3 ist raus auf der Seite von Pimps. Da ist auch schon die erste IS-3 von W raus. Derzeit W im Nachteil. Ich schaue mal einmal kurz rüber. Der Jäger. Ja, die Arti ist raus bei W. Jetzt am Ende des Matches muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, was die beiden Artis gemacht haben. Das interessiert mich auf jeden Fall jetzt sehr. So, die IS-3 ist raus bei W. Jetzt hat W aktuell nur noch drei Panzer im Spiel. Ein Full-Life-Objekt. Ja, eine IS-3 mit halbem Leben und den Brasil Bulldog auch theoretisch One-Shot, wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest für ein Heavy. Oh, da ist die nächste IS-3 raus. Und jetzt auch nur noch das Objekt da. Ja, sehr gut gemacht von Pimps. Ich denke mal, der Käse ist geschnitten, so wie mein lieber netter Kollege sagen würde. Das ist nicht mehr machbar. Somit führt Pimps derzeit 3 zu 1. Dieses Gefecht haben wir vielleicht verloren, aber wir kommen wieder. So, ich schaue einmal rein bei W, die Arti 830 rausgehauen, oben nur ein Schuss abgegeben. Und die GW Tiger P, ja, 1590 rausgehauen. Ja, sehr schön, sehr schön. So, da geht es auch schon weiter. Ja, ich bin gespannt, ob jetzt Pimps den Sieg holen kann gegen W. Wir werden es gleich sehen. So, B startet mit der HMH
FV305, den Scorpion G, den Brasil Bulldog, zwei IS-3, ein Objekt und ein Patriot. So, Pimps startet mit einem Scorpion G, einem Höllenhund, zwei IS-3 und drei T32. Ja, ich bin gespannt, ob es Pimps jetzt reißt, ob sie das machen. So, wir schauen einmal, was W macht. Ah, die Position der Arti und von dem Jäger dort oben. Okay. Die Heavys fahren alle durch. Ne, sie teilen sich. Ich schaue einmal, was der Skorpion von W macht. Pimps, Entschuldigung. Der positioniert sich hier. Und der Patriot von W hat schon eine Kelle kassiert. Da kam auch schon der erste Artischuss. Ja, Pimps versucht jetzt hier durchzudrücken. Wir sind jetzt hier derzeit auch definitiv in der Überzahl. Aber der erste T32, nur noch 718 Strukturpunkte. Kommt jetzt das Fokusfeuer auf den Patriot. Ja, sind natürlich jetzt gebounced. Er hat natürlich jetzt eine sehr gute Position dort. Ja, bilden jetzt hier auch eine Feuerlinie. Ich bin gespannt. Arti und der Jäger haben sich umpositioniert, sehe ich gerade. Oh, da kam auch der Arti-Treffer rein auf Dannybo. So, der Patriot jetzt One-Shot. T32 raus. Ah, ich denke, ja, Patriot raus. Die IS-3 raus. Ja, sieht sehr gut aus derzeit für Pimps. Der Jäger positioniert sich nochmal um. Da hat die Artige gekettet. Da ist der nächste Panzer raus. Der Höllenhund versucht derzeit den Capdruck aufzubauen. Und der Skorpion jetzt ebenfalls. Ah, oder? Doch nicht? Nein. Fahren beide raus. Ja, jetzt gerade sehr, 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 sehr schlecht für Pimps. Die IS-3 One-Shot. Ja, jetzt nur noch der Höllenhund und der Skorpion da.
Der Höllenhund ist raus und der Skorpion ebenfalls. Ja, sehr schön, sehr schön. Somit konnte wir jetzt den Vorsprung vom Pimps ja etwas ausgleichen. Es steht jetzt demnach 3 zu 2 für Pimps. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt auf der zweiten Begegnung Polargebiet erwarten wird, ob sich das Setup irgendwie auf irgendeine Art und Weise ändern wird. So, wir bleiben weiter gespannt, was jetzt passieren wird. 3 zu 2 für W. Entschuldigung, für Pimps. Hab mich vertan. Tut mir leid. So, es geht weiter. Zweite Begegnung auf dieser Map. Pimps führt 3 zu 2. Puh, spannend, spannend, spannend heute. So, Pimps startet mit dem GB-Tiger P, ein Scorpion G, ein Höllenhund, einer IS-3, ein Fatherland und zwei T32. W startet mit den HMH FV305, dem Scorpion G, den Brasil Bulldog, drei IS-3 und ein Objekt. So, W startet schon mal Richtung AAB-Linie. Der Skorpion fährt hier wahrscheinlich auf den Hügel. Yep. Habe ich richtig gesehen. So, ich fliege einmal rüber Richtung Pimps. Ja, der Skorpion natürlich vorne rein schon weg. Fährt Richtung A1, denke ich mal. Oder? Nee. Naja, das wäre zu weit. Da kommt keiner hin. Position. So, jetzt gleich habe ich es. Positioniert sich hier. Ah. Heute läuft es nicht so mit dem Sprechen, glaube ich. Oh, da hat das Objekt schon einen Treffer kassiert. Ja, im Prinzip macht Pimps jetzt hier gerade das gleiche wie W fast. Na, ich sehe gerade, dass da nur ein Heavy verbleibt, der Fatherland. Die anderen ziehen jetzt hier rum. Oh, da hagelt es schon die ersten Kellen. Das Objekt One-Shot. Wenn ich richtig gesehen habe. Ja, 346. Es bleibt definitiv weiterhin spannend.
Ja, von den Strukturpunkten her ist W derzeit schlechter aufgestellt. Ja, hier traut sich ja nicht so wirklich Pimps etwas. Ich meine, die IS-3 dürfte sogar Artisafe stehen. Ja, Pimps schnuppert jetzt mal immer wieder ein Stück vor. Der Fatherland One-Shot. Wir schauen uns einmal hier bei den Scouts das an. Ja, von den Strukturpunkten her ist der Brasil Bulldog natürlich schlechter aufgestellt. Der hat von vornherein weniger. Aber da hat der Brasil Bulldog den Höllenhund rausnehmen können. So, der Jäger positioniert sich um. Ja, da kam Treffer von der Arti. Ah, da traut der Skorpion sich ein bisschen zu weit vor. Und da ist der Gewi Tiger P raus. Ja, ob das jetzt noch machbar ist für Pimps, glaube ich nicht mehr. Und da kommt jetzt auch der Scout von hinten. Ja, nur noch eine IS-3 über. Der Käse ist hier geschnitten. Es steht 3 zu 3. Jawohl. Ja, das heißt, wir werden jetzt noch Geisterstadt sehen. Sehr schön, sehr schön. Ja, nochmal ein richtig spannendes Match geworden. Sehr schön. Sowas freut mich immer. Dann bin ich gespannt, wer jetzt hier den Sieg holen kann, ob es Pimps oder W ist. Gespielt wird jetzt als nächstes Geisterstadt. Es bleibt weiterhin spannend. So, als nächstes Geisterstadt. Die Entscheidungsmap. Bin ich mal gespannt, was beide Teams jetzt machen. Denke, die Panzer müssten jetzt gleich aufgehen. 3 zu 3 derzeit der Punktestand. Der Raum ist scheinbar offen. Genau, jetzt ist er raus.
Trommelwirbel. So, da gehen die Panzer auf. Sehr schön. Ja, da ging er wieder zu. Warum ging er wieder zu? Ein VK. Das sehen wir schon mal. Nameless. Ein Nomad. Zwei VK. Ja, es ist drei VK sogar. Ja, es wird interessant. Es wird spannend. Ja, mit einem 3 zu 3 hätte ich jetzt heute definitiv nicht gerechnet. Aber sehr schön, sehr schön. So, Pimps startet mit 3 VK 101P, ein Nameless, 2 Defender und einer IS-3. So, W startet mit 3 IS-3, 2 Objects, ein Löwe und ein Nomad. Wo haben wir Nomad? Da haben wir. Ja, Somoa SM ist das gleiche. Whoops. So. Schauen wir mal, was Pimps macht. So, W fährt Richtung Stadt, also Richtung Base. Es sieht aus, als würde Pimps komplett außenrum fahren. Oder fahren sie hier vorne rein? Nee, der Nameless fährt weiter. B teilt sich auf. Es wird interessant und spannend. Ja, ich gehe davon aus, dass beide Teams jetzt nicht allzu viel riskieren wollen. Aber ich sehe, W ist relativ breit aufgefächert. Pimps hingegen steht relativ nah beieinander. Der Nomad relativ weit hinten. Ja, es sieht nicht danach aus, als würden hier die Teams den ersten Schritt machen wollen. So, da sehe ich die erste Bewegung von Pimps. Der Nameless versucht da ein bisschen vorzuschauen, um was aufzumachen.
Ja, bisher passiert nicht wirklich viel. Ja, der Nomad hat sich dann noch mal umpositioniert. Oh, da ist schon einer aufgegangen. Ja, der erste VK, das erste Objekt ist auf. Ja, Pimps positioniert sich, glaube ich, gerade um. Wir haben jetzt gleich die 5-Minuten-Marke überschritten. Ja, keiner mag hier wirklich etwas machen. Drei Minuten 37 noch. Ja. Es tut sich einfach nichts gerade. Es will keiner der Teams den Sieg abgeben, aber da hat der VK schon die erste Kelle bekommen vom Pims. Theoretisch wäre das bei Ablauf der Zeit ein Sieg für W. Pims hat sich bewegt, ist weiter vorgefahren.
Oh, da hat der VK die nächste Schelle erhalten. Oh. Ja. Es bleibt spannend. Ja. 1 Minute 10. Haben wir jetzt noch zur Verfügung? Da hat der Nameless einen reingedrückt bekommen. Ja, 29 Sekunden noch. So, bei W ist der Löwe raus. Puh. Ja, da muss ich jetzt erstmal schauen. Beide Teams haben jetzt Gleichstand erzielt. Ja, 5.212 für Pimps. Ja, 4.345 für W und somit gewinnt Pimps das Spiel mit 4 zu 3. Ja, mit dem Ausgang hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber okay, dann ist es so. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.